أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten. Ihn allein beten wir an, nur ihn allein bitten um Hilfe. Ich bezeuge, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Und Mohammed ist sein Diener und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. So, einen schönen Sonntag heute mal wieder. Der letzte, der 31. im Monat Januar. Die Zeit vergeht. Und ehe wir uns umschauen, hat die Zeit uns mitgerissen aus dem Leben heraus. Wie wir wissen, die meisten von uns leben nicht so lang, also so der Durchschnitt 60, heutzutage bis 90, aber dann ist doch irgendwann Schluss. Wir opfern sehr viel im Leben, wir geben sehr viel im Leben, wir opfern uns auf für nichts und wieder nichts, wenn wir doch nichts mitnehmen können. Wir sollten uns mal fragen, was ist denn wert, uns so reinzusteigen in diesem Leben, alles haben zu wollen und dabei nicht auf das Wesentliche achten. Das Wesentliche ist nämlich, sich die Frage zu stellen, warum bin ich auf dieser Welt, was soll es denn, warum kämpfe ich mich hier ab? Und wenn man diese Dinge nachgeht, dann stellt man fest, das muss doch irgendwie einen Sinn haben. Es kann doch nicht sein, dass ich auf diese Welt gekommen bin und dann bin ich tot und das war es auch schon. Nein, dieses Leben ist viel zu komplex dafür. Das heißt, wenn wir uns umschauen, wie alles erschaffen ist, wie wunderbar die Natur in Harmonie miteinander ist, dann kann man doch nicht sagen, es war eigentlich alles umsonst, es ist von selbst gekommen. Dafür ist das auch alles viel zu perfekt. Aber wenn es natürlich Dinge gibt, wo wir sagen, naja, warum ist das so, Behinderungen, Zerstörung, Krieg, Erdbeben und das ganze Zeug, doch es gehört alles zum Plan dazu. Aber im Großen und Ganzen gesehen ist diese Welt doch eine Perfektion, wunderbar aufeinander abgestimmt. Und wir Menschen als in diesem System hier das höchst entwickelste Wesen, mit freiem Willen. Wir sollen uns das zu Untertan machen, wir sollen darüber nachdenken. Deshalb diese Zeit ist eine Sache, wo man sich überlegen muss, ist es das wirklich wert zu sagen, ich gebe meine ganze Energie nur hin für diese Welt, dass ich etwas erreiche, was ich gar nicht mitnehmen kann. Alhamdulillah, wir Muslime haben dazu schon ganz andere Ansichten. Wir wissen, auf was es im Leben ankommt und wir wissen, dass es nach unserem Leben auf diese Welt hier ein anderes geben wird. Eine Fortsetzung. Auch wenn viele es vielleicht nicht wahrhaben wollen oder glauben wollen und das dann die Bestätigung sehen, wenn der Tod gekommen ist, doch nach diesem Leben gibt es eine Fortsetzung. Es passt eigentlich auch mit unserem Verstand gar nicht zusammen, wenn ich wirklich tief drüber nachdenke und sage, gibt es nach diesem Leben wirklich nichts? War es das wirklich alles? Wenn ich natürlich einfach so einen Satz sage und sage, naja, es war und kommt halt nichts mehr und mir keine Gedanken macht, dann kann ich sowas akzeptieren. Aber wenn ich wirklich drüber nachdenke, dann muss ich wirklich feststellen, nein, es kann es nicht gewesen sein. Es kann nicht sein, dass nach diesem Leben nichts mehr kommt. Das ist für unseren Begriff, für unsere Wahrnehmung nicht so akzeptabel. Tja. Aber nachdem wir viele Menschen sich heute ablenken lassen, vor allem in unserer heutigen Zeit, die Ablenkung durch diese ganze Technik, die wir haben, Handy, Spielkonsolen, Fernsehen, sind wir natürlich sehr geneigt, uns keine Gedanken zu machen und wirklich eigentlich sinnlos zu leben. Jede Zeit hat seine Herausforderung, jede Epoche hat seine Herausforderung. Wir haben diese Herausforderung, mit der Technik richtig umzugehen, dass wir dabei wirklich auch unseren Schöpfer nicht vergessen und darüber nachdenken, warum bin ich auf dieser Welt. Sehr traurig, dass wir uns nichts draus machen. Aber nun ja, das ist der Sinn des Lebens, darüber nachzudenken, über Allah Subhanallah, dass wir ihn erkennen und ihn dienen. Und alles andere ist fehlgeleitet. Alles andere fehlt, alles andere geht eben und führt zu nichts. Nun ja, das war's für heute.